Also heute melde ich mich mal vom wunderschönen Weißensee, wo ich mit meiner lieben Frau gestern einen traumhaften Kochkurs im Genießerhotel Die Forelle bei Starkoch Hannes Müller genießen durfte. Und da sind wir jetzt natürlich total angefixt, das alles gleich nachzukochen. Wir haben natürlich exklusiv auch noch ein paar Rezepte ausgedruckt bekommen, aber das genügt uns nicht und deswegen wollen wir heute ganz besonders dieses wunderbare Kochbuch Lebensmittelpunkt Weißensee von Hannes Müller und Martin Nuert empfehlen. Es ist nicht ganz neu, aber dafür umso besser. Und warum das sogar toll ist und wieso ihr das zu Hause im Kochbuchregal stehen haben solltet, das wird uns jetzt gleich Hannes Müller persönlich erzählen. Lieber Hannes, hallo, schön, dass du deine Zeit opferst, um uns ein bisschen über dein Buch zu erzählen. Ja, in ein paar kurzen Wörtern gesagt, das Buch bietet alles, also auch was für den natürlich ambitionierten Koch, wie auch für den soll man sagen, noch sich selbst auszubildenden Koch, was ich schon sagen darf. Und dazu gibt es viele, viele Geschichten, die eigentlich fast überwiegen in dem Buch. Viele Geschichten, die quasi uns aus der Seele gesprochen, hier geschrieben wurden. Da geht es um viele Themen, wie Kinderernährung, wie geht es darum, wie man mit den Lebensmitteln umgehen soll, den Bezug zu den Bauern, den Jahreszeiten auch, ganz, ganz wichtig. Wann kriege ich was, wo und zum Beispiel. Und darüber hinaus natürlich auch viele, viele schöne Bilder aus dem wunderschönen Weißensee-Tal. Also ein Buch geballt mit tollen Erlebnissen. Ja, und fotografiert hat das der wunderbare Fotograf Renat Neumüller. Genau. Kennen sicher einige. Ja, eine wärmste Empfehlung hier vom schönen Weißensee. Und natürlich auch die Einladung, kommen Sie doch einmal selber auf den Weißensee und lassen Sie sich von Hannes Müller und seinem Team verwöhnen. Oder vielleicht auch einen Kochkurs buchen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch im Namen meiner lieben Frau, die jetzt genau hinter der Kamera steht. Deswegen sehen wir sie auch nicht.